Für die Mamba, 2:1 gegen Luckenwalde. Ist dieses Tor eine Szene, auf die Sie so lange gewartet haben? Ja, ich denke, ich habe die ganze Saison, also beziehungsweise die Vorrunde, jetzt darauf gearbeitet, endlich mal das erste Tor zu erzielen. Und ja, ich bin überglücklich, dass es heute endlich passiert ist. Es ist richtig kalt hier im Stadion, trotzdem sind Sie mit freiem Oberkörper dann gelaufen. Beschreiben Sie mal die Situation, nachdem der Ball drin war. Wie haben Sie sich gefühlt? Also es war ein unglaubliches Gefühl, vor allem in dem Stadion, endlich mein erstes Saisontor zu erzielen. Das war einfach Emotionen, die ich rauslassen musste, deswegen meinte ich einfach, mein Trikot auszuziehen. Die Kollegen, hat man schon gehört, die haben es Ihnen sehr gegönnt, dass Sie diesen Treffer da endlich geschossen haben. Müssen Sie denen jetzt vielleicht mal einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ausgeben? Ich denke nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Ich denke, ich werde erstmal den Tag heute genießen und dann werden wir darauf weiterarbeiten, dass wir Sonntag die nächsten 3 Punkte einfahren. Haben Sie mitbekommen, dass der Trainer eigentlich den Tom Nattermann einwechseln wollte und dann auf der Bank sich einige für Sie ausgesprochen haben und so sind Sie zum Einsatz gekommen? Ja, ich denke mal, das ist für einen Trainer nicht immer leicht, irgendwelchen Spieler einzuwechseln. Wir sind eine Mannschaft, wir haben eine super Qualität in der Mannschaft und ja, ich freue mich natürlich, dass der Trainer mich dann eingewechselt hat und ich das Siegtor schießen konnte.